Im Zuge der DMT2-Lehrveranstaltung von Herrn Professor Sprung wurden wir gebeten, dass wir die schönsten Orte der Steiermark belichten und eine Dokumentation darüber drehen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Leopold Steiner See nehmen und machen jetzt eine Dokumentation darüber. Zuerst möchte ich mir unser Team vorstellen. Wir haben zum einen mal in Peter Feldgrill, unser Tonmeister und der Mann hinter dem Kamerastief. Und dann haben wir den Lukas Bichler. Er ist zuständig für das Shoulder Rig, Voice-Over und noch unser Blogredakteur. Und zum Schluss kommt noch ich bin der Tim Braunauer, ich bin der Gruppenchef und der Gruppenleiter. Und ich bin auch noch zuständig für Interviews und vor der Kamera. Und wir hoffen, dass in den nächsten paar Minuten euch das Ganze sehr gefällt. Ich bin jetzt da mit der Wirtin vom Seestübern und sie hat sich bereit erklärt, dass sie für uns ein paar Fragen beantwortet. Hallo. Hallo. Und so zuerst einmal würde ich gerne wissen von Ihnen, wie lange arbeiten Sie schon da? Ich habe 6 Jahre da gearbeitet bei der Jausenstation am Ostufer und bin jetzt 2 Jahre, weil ich in Pension bin, so aushilfsweise noch ein bisschen tätig. Also wenn jetzt jemand herkommen würde, zum Leopold Steiner See, der was noch nie da war. Wie würden Sie ihm das Ganze beschreiben? Ja, es ist ein wunderschöner Natursee. Ein glasklares Wasser, Trinkwasserqualität. Man kann eine Runde spazieren gehen, wunderschön. Wir haben Enten und Schwäne und Fische drinnen. Die Natur, also der Wald und Berge, die sind ja wunderschöner. Also wenn Fremde kommen, die staunen alle über die hohen Berge da in der Nähe. Ja. Okay, danke, sehr interessant. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, was kann man alles in der Nähe da machen? Also was sind so die Highlights und die Sachen, wo die Leute gerne herkommen dafür? Ja, das Wasser ist zwar kalt, aber die Leute gehen fest schwimmen rein. Dann gibt es einen Bootsverleih da oben, also da kann man Boote ausleihen, Tretboote, Ruderboote, E-Boote. Und sogar ein Seetaxi gibt es, da kann man sich runterfahren lassen mit dem Boot und wieder raufbringen lassen. Dann die Außenstation haben wir da, da gibt es gute Brote und zum Trinken was und Eis. Und oben am Parkplatz ist das richtige Seestübel-Restaurant, da kann man gut essen. Und ja, wie gesagt, spazieren gehen und die Natur genießen. Ja. Haben Sie jedes Jahr viel Besucher da? Ja. Und wir sind seit ein paar Jahren die Perle von der Steiermark geworden und da ist die Werbung schon ziemlich weit gelaufen und da kommen sehr viele Fremde her und sehr viele Besucher. Ist gerade Hochsaison oder? Nein, das, wenn die Badezeit so richtig anfängt, dann ist also richtig. Also Juli, August? Ja genau, wenn das Wasser ein bisschen wärmer ist und das Wetter bleibt, dann ist schon ziemlich viel los. Ja. Sie haben vorher gesagt, dass der See im Privatbesitz ist. Könnten Sie da nochmal genauer drauf eingehen, bitte? Ja, das ist der Fürst Albrecht von Hohenberg, dem gehört der See und Umgebung. Und ja, was er halt da zulässt, was man betreibt und pachtet da, das funktioniert, das gefällt ihm auch. Und ja,